Was geht ab, Boys? Heute ist der Wandertag und man sieht es vielleicht, ich schwitze ein kleines bisschen. Gut, okay, meine Mütze war nass, deswegen sind meine Haare so nass, stimmt. Aber mein Gesicht schwitzt doch ohne das Wasser. Extrem. Und ich weiß nicht, ob man es gescheit sieht. Im Hintergrund den Bach. Ja, wahrscheinlich gerade nichts, aber da sieht man jetzt gerade echt nicht so viel. Aber wir wandern jetzt gerade durch Tesinata-Tal? Ja, ich glaube Tesinata. Ich spreche sie nicht richtig aus, von dem her ist es egal, wie ich es nenne. Und ich weiß nicht, ob wir falsch sind oder am Anfang falsch gelaufen sind oder nicht, weil die Wegbeschreibung hat gesagt, nach 20 Minuten überquert man einen Bach. Den sind wir jetzt gerade überquert und wir laufen schon seit 1,5 Stunden. Und also ich weiß nicht, ob das der... Also man überquert 2 Bäche, aber das war halt erst der erste für uns. Also es ist eigentlich erst die 20-Minuten-Marke, was halt überhaupt nicht sein kann. Ich bin zwar fett und unsportlich, aber nicht so unsportlich. Und ja, keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal weiter und dann zeige ich euch auf jeden Fall noch mehr. Also unser eigentliches Ziel ist so ein Wasserfall, aber mal gucken. So, keine Ahnung, ob ihr mich versteht. Das ist der Wasserfall. Erstmal heftige Enttäuschung. Und dann auch noch, Junge, zieht euch rein, wo wir sind. Wir sind halt übelst in die Berge gelaufen. Ein bisschen mussten wir jetzt sogar, naja, nicht klettern, aber kraxeln so. Und Junge, wer auch immer diesen Reiseführer geschrieben hat, der fick dich, du. Also sowas sage ich echt nicht oft, aber... Und hat da so viel Scheiße reingeschrieben, ich glaube, es war sogar eine Frau. Es hat halt nichts gestimmt. Da stand da drin, nach 20 Minuten überquert man einen Bach, stimmt nicht. Nach 40 Minuten kommt ein weiterer Bach, stimmt nicht. Dann später ist der Weg markiert von so Steinmännchen, okay, stimmt teilweise. Natürlich Steinmännchen, ich meine, das sind einfach nur fucking Steine, natürlich, die fallen irgendwann mal um. Aber es war so schlecht markiert und der Weg war so schwierig zu erkennen, dass wir dreimal falsch gelaufen sind jetzt. Und da muss man auch fett nach oben klettern. Und in dem fucking Reiseführer stand da, das ist für Kinder ab 6 Jahren. Alter, ein Scheiß. Ein Scheiß. Hier kommt halt kein Kind hoch, das 6 Jahre alt ist. Das verreckt ungefähr 5-mal an Lungenkrebs, bis es hier oben ist. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich bin nicht sportlich, aber never fucking ever schaffen das hier 6-jährige Kinder. Also das kannst du sowas von vergessen. Und wer auch immer. Und vor allem die Zeit. Der Stand, eine Stunde dauert der reguläre Weg, beziehungsweise eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Natürlich, wir sind jetzt langsamer, okay. Sag ich mal, okay, eine halbe Stunde länger von mir aus, ja? Ey, am Arsch. Wir haben jetzt 2,5 Stunden gebraucht, sicherlich haben wir auch mal einen falschen Weg genommen, okay, kurzzeitig, beziehungsweise wussten kurz nicht, wo es weitergeht, okay. Hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man dann wieder auf dem richtigen Weg ist. Aber nee, ey, nee. Nie im Leben schafft man das in 1,5 Stunden. Mit dem Wasserfallweg, also hier hochklettern, beziehungsweise kraxeln, 1,5 bis 1,75 Stunden. Nie im Leben. Also das schaffen vielleicht Profi-Bergsteiger oder Leute, die jedes Wochenende wandern gehen und übelst geübt sind und so und auch gern krack sind. Aber normale Leute und vor allem Kinder ab 6 Jahren, nein. Einfach nur nein. Also wie gesagt, sorry für die Ausdrucksweise, aber ich bin gerade so pisst. Mein ganzes T-Shirt ist klatschnass. Wir haben kaum noch Wasser, beziehungsweise nur noch eine Flasche. Wir haben 2 schon leer gemacht. Ich probiere jetzt mal, ob hier das Wasser sehr klar ist, weil ich meine, wir sind mitten an einem Wasserfall. Das Wasser da oben ist wahrscheinlich irgendwo eine Quelle. Also ich meine, wenn es hier nicht rein ist, dann weiß ich auch nicht. Aber mal gucken. Auf jeden Fall war es das erstmal von hier und dann sehen wir uns vielleicht später nochmal mit Essen oder keine Ahnung. So, ich bin's nochmal. Ich habe gerade eine Flasche Wasser abgefüllt beim Wasserfall, also komplett voll sogar. Und ich meine, das ist schon eine geile Aussicht. Also da sind wir jetzt hochgeklettert quasi. Hier sind nicht mal mehr Bäume. Meine Beine sind übel im Arsch, alles voller Kratzer und so. Was ist hier, so ein Steinmännchen? Ah, okay, sieht man jetzt gerade keins. Scheiß Wichser, Alter. Wer auch immer die aufgestellt hat, man, ich finde dich und töte. Kappa. Nein, aber ohne Scheiß, ich hasse dich.
Ja, aber auf jeden Fall, das Wasser ist sauklar, es schwimmt auf jeden Fall kein Dreck drin und so. Also ich meine, in Österreich waren wir auch schon mal wandern. Habe ich gerade Österreich gesagt? Ich meine natürlich Süd-Großdeutschland, was? Aber auf jeden Fall, da haben wir das auch gemacht und da war das Wasser auch so klar, das passt schon. Aber wir trinken es erst, wenn unser alle an, also wenn alles andere leer ist auf jeden Fall. Und ja, es schmeckt halt sehr nach Kalk, also sehr nach Stein, also halt unbehandelt. Ist nicht so geil, was logisch ist, weil es hier wahrscheinlich aus den scheiß Steinen rauskommt. Aber ja, schmeckt nicht so geil, aber es ist zumindest erfrischend. Ja. Und wenn man Durst hat, ist es besser als Pisse trinken, habe ich gehört. Nein, Spaß. Nee, aber ich denke nicht, dass, also die andere Flasche wird wahrscheinlich eh noch fast den ganzen Weg halten, dann vielleicht zwei, drei Schlücke, aber sollte auf jeden Fall nichts sein. Ich melde mich morgen dann mit einer Lebensmittelvergiftung, Kappa. No, aber mit diesem nicen Panorama jetzt sehen wir uns dann wirklich wahrscheinlich beim Essen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ey, yo, what's poppin', Boys? Wenn ihr euch fragt, warum zum Teufel sieht der Typ aus, als wäre er in dem Bach dahinter sich von zwei Mutantenhänden vergewaltigt worden, dann kann ich euch nur eins sagen. It just happened. Nein, nein, aber zieht euch das geile Wasser rein. Ich kann fast nicht mehr aufnehmen, weil mein Speicher fast voll ist. Ich bin patschnass, mein T-Shirt ist pitschnass und nicht, weil ich Idiot reingesprungen bin. Auf dem Rückweg, wirklich, wir sind vom Wasserfall weg. 10 Minuten den Berg runter, zum Glück muss man sagen. 10 Minuten den Berg runter, plötzlich fängt es das Pissen an, wie noch nie in meinem Leben. Es war wie im Regenwald. Es war alles voller Bäume. Ihr hört es vielleicht noch im Hintergrund, es gewittert noch. Alles voller Bäume. Es hat gepisst, als gäbe es keinen verfickten Morgen mehr. Jetzt hat es endlich aufgehört, jetzt sind wir am Parkplatz. Meine Klamotten sind komplett pitschnass. Und wir müssen jetzt eine Stunde zum Hotel fahren, haben keine Handtücher und so einen Scheiß dabei. Also richtig belastende Sache. Ja, aber kann man nichts machen. Wir sind auch die Letzten hier. Es steht noch ein einziges anderes Auto hier. Vorhin waren hier 25 Autos, alle weg. Weil keiner war so weit oben wie wir. Wir waren die Einzigen, die so weit oben waren. Also wir sind uns 4 Leuten begegnet, als wir zum Wasserfall sind. Also an dem einen Teil haben alle gebadet und danach war niemand mehr bis auf 4 Leute. Wir haben 4 Leute in 3 Stunden gesehen oder so. Also Hin- und Rückweg zusammen. Krank. Jetzt weiß man warum. Aber gut, das mit dem Wetter, das hätte keiner wissen können, weil ich habe Wetterbericht angeschaut. Es war zwar Regenwahrscheinlichkeit hier in den Bergen zwischen 20 und 35%, aber viel früher. Jetzt war 18 Uhr und dann hat es erst angefangen. Und es war zwischen 15 und 17 Uhr war es mehr und 18, 19 Uhr war es dann wieder nur noch so 10 bis 20%. Also gut, jetzt hat es ja auch aufgehört, aber ja, fickt heftig an. Also jo, wir holen uns dann noch was zu essen und dann gibt es noch ein Update, I guess. Hey, what's poppin', Boys? Heute ist schon ein neuer Tag, trotzdem schließe ich jetzt den Vlog von gestern noch ab, aus dem Hotelzimmer, weil wir gestern dann doch nichts mehr gegessen haben und ich auch irgendwie keinen Bock mehr hatte, den Vlog zu machen, weil ich schon im Bett lag und dann nicht nochmal aufstehen wollte. Und genau. Was noch passiert ist, also ich habe doch am Parkplatz, habe ich doch noch was abgefilmt, nachdem es so geregnet hat. Und das Problem war, weil es so geregnet hat, ist der ganze Schlamm, beziehungsweise die ganze Erde nass geworden und dann war da halt überall Schlamm und das waren solche richtig krassen Rampen mit übelst fetten Schlaglöchern und wir sind dann nicht mehr rausgekommen aus dem Parkplatz. Und das heißt, wir mussten dann ein bisschen rumprobieren. Wir haben so Steine vor den Reifen und so getan, wobei ich erst am Ende gemerkt, oder wir haben erst am Ende gemerkt, was das eigentliche Problem war. Es war gar nicht, dass der eine Reifen im Schlamm steckte, also auch, aber das Schlimmere war eigentlich, dass ein Reifen so halb in der Luft war, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Weil man hat es eigentlich erst gesehen, wenn man probiert hat anzufahren. Oder zwei Deutsche lustigerweise, die ein französisches Auto hatten. Und also wahrscheinlich ein Mietwagen oder so. Und die haben dann einfach angeschoben und dann ging es sofort. Also es war eigentlich nicht so schlimm. Hätte nur jemanden gebraucht, der anschiebt, aber es war halt schwierig, weil ich konnte selber nicht anschieben und meine Reisebegleitung alleine. Wir haben es nicht probiert, aber das wissen wir nicht, ob es geklappt hätte. Aber wahrscheinlich schon, weil es echt nicht viel gebraucht hätte, dass man da wegkommt. Also wirklich nur so einen halben Meter anschieben hat schon gereicht. Genau, aber war ziemlich ätzend und ja, dann waren wir halt, wie gesagt, klitschnass ins Hotel gefahren, dann keinen Bock mehr gehabt, nochmal irgendwo hinzugehen und deswegen kam da jetzt gestern nichts mehr. Und heute weiß ich auch nicht, ob ich vloggen werde, weil es macht nicht so viel Sinn, weil am Strand werde ich das Handy nicht mitnehmen und naja, dann nur vom Abendessen oder so ein Vlog lohnt sich wahrscheinlich nicht. Das heißt, das Essen werde ich dann wahrscheinlich, falls wir essen gehen, weiß ich noch nicht, werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Vlog einblenden oder so. Genau. Aber auf jeden Fall, heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, rein. Ciao, ciao.